Ich muss zugeben, für mich ist The Smuggler eine der großen positiven Überraschungen aus dem Torture-Porn-Genre der letzten Jahre. Vor allem der Charakter von Kinuta wird relativ gut gespielt, ist außerdem ein durchaus zufriedenstellender und angenehm gezeichneter Charakter, kann man sagen. Etwas, was auf viele andere Charaktere des Films nicht zutrifft, die mehr oder weniger nur oberflächlich gezeichnet werden und die vor allem von einem Overacting dominiert werden, das selbst mir als Fan asiatischer Filme schon teilweise sauer aufgestoßen ist. Vor allem, was der dickliche Gangster am Anfang des Films, was König Kobold beziehungsweise was der Christoph Waltz Verschnitt als Yakuza-Boss aufgeführt hat, ist wirklich derartig unfasslich, dass ich es nicht einmal ansatzweise in Worte fassen kann. Das ist etwas, das man wirklich gesehen haben muss, um es zu genießen. Die Kampfszenen des Films sind absolut großartig gefilmt, vor allem die extremen Zeitlupensequenzen kommen hervorragend rüber, machen die Kampfszenen stylisch, dynamisch, visuell ansprechend und wirklich cool. Außerdem gibt's, für alle, die das mögen, eine der härtesten und längsten Folterszenen, die man in den letzten Jahren in einem Film gesehen hat, und glaubt mir, wenn ich das sag, dann heißt das was. Insgesamt ist Smuggler auf keinen Fall ein perfekter Film. Man hätte sich natürlich mehr vielschichtige Charakterzeichnung auch von anderen Charakteren wünschen können. So ist es beispielsweise etwas unschön, wenn man nach knapp 70 Minuten draufkommt, dass einer der Charaktere offensichtlich unerklärte Superkräfte hat. Aha. Und dass auch andere Elemente wirklich besser beleuchtet werden. Allerdings bekommt man mit Kinuta einen guten Hauptcharakter. Man bekommt eine einfache, relativ lineare, aber dafür auch relativ leicht zu verfolgende Story. Man bekommt einen visuell ansprechenden Film. Man bekommt coole Kampfszenen. Und ich denke mir, für einen Film wie Smuggler und für das, was man sich als Fan von einem solchen Film erwarten würde, bekommt man hier mehr als nur genug geboten, um ihn sich gerne anschauen zu können.